Ich weiß was, ich flieg mit dem Weltraumspermium rum. Was? Was? Ach so, du meinst die 585X. Darf ich mich daneben setzen, mein Ja, Guter? klar. Sehr cool, weil dann. Ich müsste mir. Würde gerne mal eine kleine Runde. Kurz bevor wir starten, eine Pause machen. Nochmal kurz was für meinen Rücken tun und noch ein Schnittchen schnell essen. Lass dir schmecken, try. Wir sind auch schon wieder eine ganze Weile Bitte dabei. zu. Ich müsste jetzt mal überlegen. Ich weiß jetzt gar nicht. Lass mal gucken hier. Was sagt der Timer? Das sagt gerade mal nichts. Und was sagt Your ship has been delivered hier? To the following landing pad. Ich habe ja davor schon fast 4 Stunden gehabt und jetzt bin ich wieder bei 2 Stunden 13. Also. Also laut. Okay, super. 302. Laut Timer 8 Stunden 40 Minuten und 35 Sekunden, wenn die stimmt. Ja, schon voller Arbeitstag. Ja, so schaut's aus. Und es geht noch weiter. Wir sind noch nicht fertig heute. Ja, ist doch gut. Machst einen 12-Stunden-Stream draus. Könnte sogar länger werden. Ne, ich habe jetzt gerade die dritte Folge gestartet. Und wenn man sich überlegt, wie das alles jetzt möglich ist, ne? Ja. Er hatte vorher nicht mal Probleme gehabt. Er hatte vorher einen AMD FX 6100. Der ist immer zu heiß geworden. Minimal. Wem bin ich jetzt denn hinterher gerannt? Oh, ich träume Oma was rum, Leute. Du bist mir hinterher gerannt, kannst aber mitkommen. Ah, hier stehen noch ein Haufen Drinkets. Nee, da fliegt jemand mit einer 85X, da ist der Pi-Pilot ganz witzig. Was für sauber hier. Man kauft ein Upgrade-PC mit einem Standardkühler und der Standardkühler schafft es nicht mal, den nicht übertakteten 6100 kühl zu halten. Also bei AMD geht's einigermaßen, bei Intel kannst du es vergessen. Da, bei dem 6100, der wird leider wirklich, das ist ähnlich wie der i9, wenn du Leistung von den abforderst, wird der viel zu heiß. Das ist leider bei den 6100 immer der Fall gewesen. Ja, die Standard... Da großen Kühler. Ja, bei den 9000 dann sowieso. Aber jetzt zum Beispiel die 8000er Serie von den F-Prozessoren, die kann man auch mit einem Standardkühler bei der Standard, bei der Stockleistung richtig kühlen. Ja, ich empfehle also seltenen Stockkühler. Nimmst du einen Arctic Freezer 33 für 23, 24 Euro, hast du eine viel bessere Kühlleistung und hast keine Probleme, dann bist du auf der sicheren Seite. Diese geile große Aussicht. Ganz kurz noch, wohin sollen wir denn? Ja. Dema. Dema, Arcorp Mining 141. Alles klärchen. Wie gesagt, ich bin mal ganz kurz verschwunden. Ich gucke, dass ich euch kurz unterbreche. Bis gleich. Von dem her viel Spaß euch über den Jungs, wenn ihr Fragen habt, ne, die beantworten zu euch genauso gern. Nico hat ja jetzt zum Glück einen schönen 140er AIO-Kühlung drauf. Ja, sowas habe ich bei mir auch drauf, eine 280er AIO. Ich wollte die Avenger gerade wegfliegen, aber ich habe gerade so mitgekriegt, die hat keinen Sitz mehr. Wie kriegen wir die da weg? Wir brauchen das Landing, wir brauchen das Pad. Ach, die schwebt doch nur über so einem kleinen Teil. Warte, ich komme, ich räume die weg. Ist so ein schönes Hindernis. Ja, dann nimm die 600, genau, nimm die 600er und räum sie weg. Leute, geht mal von der Avenger weg. Ich komme mit dem großen Schneeschieber. Ja. Mann, das klappt ja hier gerade wunderbar wieder. So. Das ist wirklich geil, dass man das gar nicht hinspringen kann. Okay, die macht's nicht mehr lang. Ich denke auch. Die steht immer noch da. Ja, gut, okay. Du solltest mal hochfliegen. Du kannst auch platt drücken. Ja, das geht auch. Route kannst du vergessen irgendwie. Oh, das ist nur so noch weit. Mal schön runter. Noch mal weiter so, genau. Ja, so. Ihr solltet euch aber entfernen da. Sollen wir da manuell hinfliegen oder was? Das sind zu viele Leute. Nee, einfach Route rausnehmen, Quantum Drive spulen und dann kannst du da wählen. Ah, okay. Ja. Also Route setzen kannst du bei der Masse, die da ist, nicht. Echt? Ich mach das immer einfach so, dass ich nur B drücke und drauf ausrichte. Ja, und genau. Wenn ich genau. Typen angewählt habe, dann springt er auch auf den Punkt. Ja, na, so habe ich das jetzt auch gemacht. Weil ansonsten, du kannst ja keinen Punkt auswählen, wenn da so viel sind. Versuchen nochmal wegzuschieben, nee. Das macht, glaube ich, mehr Damage, als wenn du da Flummi auf dem Dings spielst. Anscheinend ja, ne? Nils, musst du nochmal probieren. Vor allem, man hätte die natürlich in die andere Richtung wegschieben können, dort wo der Weg kürzer ist, aber...
Na egal. Ein Stück nach hinten, ich flieg mal ein Stück nach hinten. Stopp, stopp, stopp. Runter. Noch ein Stück runter. Noch ein Stück. Stück runter noch. Nase ein Stück hoch. Wie auf der Baustelle. Und jetzt schieben. Ja, das sieht doch gut aus. Langsam, ja, langsam, genau so noch ein ist. Stück, noch ein Stück. Mars und Earth, hi. Jetzt hast du ein bisschen weniger zu schieben. Hi. Aber du schiebst noch Grey Cat mit. Hallo. Aber das Ding hat einen geilen Sound. Welche meinst du, die M50? Die 85X. Ey, ja. Überhaupt, richtiges, was sie so mit der Soundkulisse noch getan haben, ist sehr richtiges toll. So richtiges Raketentriebwerk-Sound mäßig. Sieht ihn jetzt richtig schön dort vorne in der Kanzel sitzen. Mit seinem Arbeitsschiff. Kratzt unten am Lack. Origin Style, wa? Ja. Richtige Arbeiterschiffe. Ja, perfekt, jetzt ist er unten. Ja, das sieht man, wer zu Hause immer Schnee schieben muss. Denn Nils hat Training. Wo Zero den Grey Cat, den du gesehen hast, aber McKay, den er mitgeschoben hat, der stand bei mir hinter dir. Echt? Okay. Der nämlich vor also bei mir war er auch unter der 600er. Also mal sehen, ich erwarte ja auch mit dem serverseitigen OCS, wenn das kommt, erstmal krasse Dösings, viel krasser als jetzt. Aber mal gucken, ob sie es ordentlich testen. Bis es dann quasi die Fehlerstellen behoben haben und den Code gefunden, dann noch nicht umgebaut ist. Weil die haben halt ein Q&A-Team, aber in Wirklichkeit sind wir das große Qualitätssicherungsteam quasi. Ach, hier steht schon Grey Cat, den schnapp ich mir noch glatt. Dein kleines Schiff ist da relativ fest dabei, ne? Wie bitte? Bei der Atmosphäre. Was? Ein kleines Schiff ist da richtig in der Atmosphäre. Mhm. Mal sehen, wie das mit diesem neuen Hover-Mode wird. Habt ihr dazu das Video gesehen oder was hieltet ihr davon? Ich find's cool, ehrlich gesagt. Bin nur lustig, dann auf den Planeten zu landen mit großen Schiffen. Mhm, naja, es kommt eben zu, wahrscheinlich noch ein bisschen auf die Thruster drauf an, ob die VTOL-Thruster haben, also drehbare, oder nicht. Aber ganz ehrlich, die müssten, wenn sie das wirklich einfügen, auch diese Fähigkeit einfügen, dass Schiffe mit Tragflächen auch Tragflächen haben, also die Physikvolle Tragflächen haben und nicht mehr einfach Kickel sind. Mhm. Also dass du im Grunde die Triebwerke abschalten kannst und was noch weiter klärt ist dafür. Ja, ich denke auch, dass das noch Unterschiede machen wird und das sollte ja eigentlich mal kommen. Ich fand den Satz bloß ein bisschen merkwürdig von dem Entwickler und die haben da übrigens jetzt schon zurückgerudert, gab ein offizielles Statement, dass das altes Footage war, also eine alte Aufnahme und die das mittlerweile schon wieder geändert haben und zwar, du kannst in dem Modus, in dem Hover-Modus dann doch wieder rechts und links strafen, also ganz normal wie ein Flieger, weil es halt irgendwie keinen Sinn macht, dass ein Flugzeug wie ein Hubschrauber fliegt. Und das war auch gleich der erste Satz, der mir dort drin aufgefallen ist, den ich etwas merkwürdig fand, dass er sich so sehr darüber freut, dass ein Flugzeug wie ein Hubschrauber fliegt. Ja, soll ich das jetzt toll finden? Also, wüsste ich nicht, was ich daran toll finden soll. Ja, aber sagen wir mal so, ein Vertikalflugzeug, das vertikal startet. Musst du dir mal angucken, wie die starten. So. Die starten, die brauchen nicht kippen. Die sind kein Helikopter. Die haben schwenkbare Düsen. Genau die Diskussion hatten wir auch und haben uns Videos davon angeguckt. F-138 oder sowas ist es zum Beispiel. Oder warte mal, was war's denn noch? Ne, jedenfalls starten die also nicht wie ein Hubschrauber. Die sind halt kein Hubschrauber, die haben keine Propeller. Soll ich mal die Buggies ab hier? Soll ich mal den nehmen, was da steht? Ja. Alle, die einen Buggy brauchen, einfach immer von den Pads, die runterfahren. Alles bis alle einen haben. Kann ich nur das erste Mal Buggy fahren? Nee, bin ich ja schon mal im Hangar.
Ich fand's cool, dass es den jetzt zu kaufen gibt, den Levski. Ja. Ich fand's cool, dass ich ihn bei dir im Gewinnspiel gewonnen habe. Na gut, den das ist ja ziemlich langsam, oder? Haben die da was gemacht? Die sind sehr langsam, ja. Mhm. Aber das, wir wollen ja hier kein Rennen fahren, du musst ja nicht schnell fahren. Wir fahren dann auf dieses Landingpad, dann stellen wir uns alle außen schön in die Ecken. Und dann beim Startschuss geht's dann halt los. Und dann musst du kreuz und quer fahren und ich sag mal Autoscooter-mäßig, genau. Und du musst halt versuchen, nicht von der Seite oder von hinten oder von vorne frontal getroffen zu werden, aber andere Leute von der Seite, von hinten, von vorne irgendwie frontal zu treffen. Ja, weil es damit sie quasi in Flammen aufgehen erstmal und dann irgendwann explodieren. Und der Letzte, der dann noch lebt, hat gewonnen. Genau. Und was wir hatten sogar schon ein paar Mal ein Draw. Und was ist mit denen, die rausfallen aus dem Landingpad? Also die zwei Buggies, die jetzt hier auf dem großen Landingpad stehen, die kann man nicht besteigen. Also ich zumindest nicht. Echt? Ja, es kann sein, dass das Wracks vielleicht sind oder so. Ja, das sind genau. Wracks. Ja, am besten, da steht irgendwo ein Rover, mit dem mal einmal runterschubsen die Dinge. Ja, entweder runterschubsen oder wir lassen sie stehen als Hindernisse. Ja. Wo holt man hier die Crackheads? Ich sehe vor dem ganzen Rauch nicht. Da wo blaues Licht ist. Da wo blaues Licht ist, das sind zwei kleine Pets und da steht noch ein Greycat, der kann noch runtergefahren werden, dann kann ich noch den nächsten spawnen. Wer macht denn hier so einen Qualm, ey? Hat jemand die Triebwerke nicht ausgeschaltet? Ja, das sind die Spezialisten, die es nicht schaffen, die Triebwerke auszuschalten. Krabi, wie siehst denn du bei mir aus? Bist du schon im Greycat? Nee, bin ich nicht. Ach, dann ist das der Putzler. Nein, ich verstehe neben Citano. Ich gebe euch einen Tipp, schont eure Greycats. Wer ist denn, dass der über seinem Greycat schwebt? Na toll, ich bin clever. Wer fährt, wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze? Komm mal zu mir, ich bin... du musst mich jetzt mal zum Abholpunkt... Bleib mal stehen, Busiro. Ja. Ich finde einfach den blöden Punkt nicht. Ich sehe nur das blaue Licht von der 600er. Der steht genau vor uns. Guck mal geradeaus jetzt bitte, Krabi. Wenn du jetzt noch einsteigst, ja, ist echt ein Witz. Durch den Nebel, da sieht man nichts. Okay, da ist schon der Mars on Earth, da steht noch eins. Das schnapp ich mir. Ja. Da ist er wieder. Hallöchen. Hat ein bisschen gedauert, aber hab mich beeilt. Woho! Hab mir extra meinen Stuhl mit hergebracht, dass man dann gleich loslegen kann. Okay, hey, was hast du denn auf der Stulle? Lecker Nutella. Ja. Nuttenella, wie es schön ich immer so schön sage. Power in der Nacht, was Süßes. Ja, ja. Ja, Nutella heißt Prostituierte auf Italienisch. Was, wirklich? Ja, sehr schön. Das habe ich mir schon immer gedacht. Okay. Ich wusste bloß, dass irgendwie Puta oder so heißt Hure, aber... Also Italienisch, weil es gibt irgendwie Spaghetti Puta Madre und das ist eine Hurenart und ist besonders scharf. Kleinen Tipp an die Leute, die hier noch nicht mitgemacht haben, vermeidet es, über die Lichter zu fahren. Okay. Alles da bleibt ihr hängen. Ja, das merkt er dann schon. Wenn man da mal so ein bisschen über die Plattform fährt, dann... Donuts. Busiro schrottet sein schon. Achso, der will aufräumen. Ja. So, nächster Greycat steht gleich da. Sehr schön. Wer noch einen braucht, einfach reinhüpfen, wegfahren. Ich kann entweder meinen eigenen rufen oder auch einen nehmen, mir ist es egal. Ja, ist egal, ihr möchtet. Eh wieder aussteigen. Genau, es geht einfach nur ums Reinsetzen, auf die Plattform fahren, schon mal sich ein bisschen einfahren. Ja, dann nehme ich gerne einen, wenn er schon drauf steht, dann gleich. Dann klar, schnappt ihr den. 20 Euro die Stunde. Ihr solltet nur nicht aussteigen, weil dann ist euer Cat weg. Ja, dadurch, dass ich die claime, ist es schlecht mit dem Aussteigen. Du, Spari, tut's mir schnell einen Gefallen. Kannst du mir schnell mal darüber fahren? Ich finde gerade den Bus, ich sehe es nicht, bin blind. Ach, da hinten, jetzt passt. Blaues Licht. Oh, fahr mich trotzdem mal rüber. Ging genauso wie ein Krabi, weil dieser S600i dort noch steht. So, warte, nö, passt, jetzt hab ich's auch gesehen. Enter. Ja, ihr müsst eigentlich nur zur 600i, das ist meine. Ich hab die direkt da daneben gestellt. Und die komischerweise auch immer noch bleibt, obwohl du hier Fahrzeug nach Fahrzeug... Ja, ja, ich hab schon 3 Crackheads gespawnt und die sind immer noch da. Ich danke dir, mein lieber Spari. Schönes Taxi. Tor, falls du noch da bist, hier siehst du, hier funktioniert's wieder mit dem Kleben und Schiffe weg und stehen lassen. Kannst abhauen, Ja, es geht. Hui.
Ich wollte mal kurz was fragen. Warte, Gamla 3 schreibt gerade Abend. Ich wollte mal kurz was fragen. Ich habe bei meinem Schiff Waffen mehrere noch verfügbar, obwohl ich mir keine gekauft habe. Ist das ein Anzeigebug? Muss nicht unbedingt sein. Anderen Schiffen. Das kann entweder von anderen Schiffen sein, dass die dir mit angezeigt, die ja eh mit angezeigt werden in der Regel, ja. Also von den auch die, die du jetzt alle hast, die werden ja mit angezeigt, ja. Wenn du dann auch draufklickst, steht auch da, dass die da eben in dem Schiff verbaut sind, ne? Also da momentan die Free Flight Week ist und du alle Origin-Schiffe hast, hast du wahrscheinlich einen ganzen Haufen Waffen, die dir eigentlich nicht gehören. Richtig. Und von der anderen Prämisse her gesehen, es gibt auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand dein Rafael-Programm genutzt hat, dass du zum Beispiel da auch Waffen dazu kriegst. Also es kann auch mal sein, dass die GIG eben auch mal Waffen mit verteilt, ne? Das wollte ich noch mit dazu sagen. Genau, denn schon für einen Referral-Punkt kriegst du die erste Stufe, das Ding heißt Badgers and Badges. Sorry, jetzt bin ich unten, Entschuldigung. Ja, und du kriegst den Badger-Repeater, Size 1 und noch so ein Badge fürs Forum. Genau. So, braucht jetzt noch jemand einen Greycat? Wenn ich der Letzte bestimmt war, dann denke ich nicht mehr, außer du natürlich. Ja, dann schnapp ich mir den, der da noch steht, den ich jetzt gespawnt habe. Rosiro, willst du dir nicht einen neuen holen, deiner... Meinst du? Ja, du kennst es doch bei Greycat. Ich weiß nicht, ich bin bloß einmal also, in die Lampe. Also ich sag mal so, ja, Greycat, du hast aber auch noch den anderen Greycat weggestoppt. Wenn sie bis jetzt nicht irgendwie das Schadensmodell oder irgendwas geändert hat, was mir nicht bekannt ist, schafft ein Greycat 2 Abstürze komplett aus der Atmosphäre von ganz oben. Ja, aber hier rammen wir ja ohne Ende. Da ist mal bei 2 Rammern schon... Echt? Wirklich? Also es ist dann, mir so noch nicht aufgefallen. Das so ist, nach ja, es müssen schon harte... Nach dem 20. Rammer bist du kaputt und du wirst schnell auf 20. Na, überleg mal, nur als Beispiel. Du sagst jetzt 20 Rammer bei einem Quakehead, ja? Und ich fahre mit dir eine Runde User Rover, ja? Und wir tun mal gegen richtig, richtig derbe gegen Felsen schruppen. Was denkst du, wie schnell da das Vorderrad weg ist? Ja, stimmt. Busiro ist 500 Meter gefahren, Vorderrad ab. Ja, also, das war ein scheiß Tag. Also, wenn du das so überlegst, wirklich, es hört sich doof an, aber momentan hast du im Quakehead Puggy die größte Überlebenschance, wenn du irgendwo raushältst. Ich habe jetzt neulich auch mal gehört, da hat er einer ein Video gemacht, der hat sich aus 100.000 auf Lorbel quasi runterfallen lassen und hat überlebt. Du mein Bruder, wir haben auch schon solche Videos mit Einfangen, alles drum dran. Gibt's auch einige Clips, also wenn ihr da mal gucken wollt, könnt ihr gerne machen. Und natürlich in unserem YouTube-Fundus-Kanal gibt's sowas auch, also da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich find's lustig, dass ich in deinem Stream mich nicht sehe. Wieso? Wo stehst du denn? Weil ich bin ja gerade in der Außenansicht. Ich schwebe mein Schiff über den Landeplatz. Du stehst mit dem Schiff da oben. Über dem Landeplatz. Ja. Die Conny. Eine Conny? Nee, ich sehe irgendwie gerade keine Conny. Dann bist du zu hoch. So über mir hier. Mars und Earth. Ich sehe die Ostie mit der Conny über uns. Genau. Mann, vielleicht bin ich einfach gerade zu nah dran. Der steht fast direkt über euch, also ihr müsstet jetzt fast gerade hoch. Warum bist du eigentlich da oben? Du sollst hier einen Buggy holen oder willst du bloß zugucken? Ich will zugucken. Oh lol. Okay, gut. Kommentator, da haben wir schon unseren Kommentator, der kommentiert. Du siehst ja unsere Marke hoffentlich, denke ich mal, wa? Nicht alle, weil ich sitze auf dem Plateau. Oh, das ist natürlich nicht gut, dass du nicht alle siehst. Sonst wäre es toll gewesen. Hättest jetzt nämlich dann da richtig schön abgehen können. Ist nicht so schlimm, sonst sagst du eben, wenn du Namen siehst, der wird gerade angegriffen oder irgend sowas. Ja. Und da kommt der andere Kontrahent, der Mr. X. Genau. weil Barry ich macht erstmal hier einen anderen Buggy auf die Seite schieben. Und zwar wird angegriffen in einem weißen Buggy. Ich konnte vorhin mit nix interagieren, also konnte ich auch nicht in den Greycat einsteigen. Also habe ich mich auf die Fläche gestellt und versucht zu überleben. Ich habe es bis zum Vorletzten geschafft. Nicht schlecht. Ja gut, man muss sich nur zu helfen wissen, ne? Du musst dich dann an die Lampen stellen, hinter die Lampen und dann fahren sie alle gegen die Lampe und erwischen dich nicht. Ganz kurz nochmal, das Bari hat so einen geilen Sound, der so einen Explosions-Countdown wirkt. Wollen wir den vielleicht zünden und dann geben wir alles so nochmal eine ganz kurze Sekunde und dann geben wir Gas? Ja, gerne. Ja. Der Gemmler fragt, ob er jetzt alle Waffen, wo verfügbar steht, einbauen kann. Wer hat mich hier schon nach vorne geschubst? Es werden ja, glaube ich, nur Waffen angezeigt, die auch die richtige Size-Größe haben. Wollte ich auch gerade sagen, da kann ich nein, dir nein, nur zustimmen. Nein, es geht ja darum, er will nur fragen, ob dann die anderen Schiffe die Waffen weggenommen werden, weil bei ihm steht überall verfügbar. Ja.
Ja, die sind zwar verfügbar trotzdem, aber die werden trotzdem auch weggenommen. Andersrum, wenn du musst mal gucken, es steht in der Regel auch, wenn du auch draufklickst, gibt es zwei Sachen. Einmal, dass er dann eben so einen roten Button bringt, mit dass du sie jetzt da abbaust, also er sagt es dir nochmal genauer, ja. Oder ist es wirklich bei dir gerade frei im Inventar liegend, warum auch immer. Keine Ahnung. Du kannst auch Powerplants umbauen und wenn du dann Powerplant umgebaut hast, dann fehlt es im einen Schiff und wenn du das dann spawnst, kannst du mit dem Schiff nicht abheben. Was machst du denn da, Nico? Wo stehst du dich denn? Nehmen wir eigentlich alle auf dem Pad? Also wir sollten... Nee, einer fehlt noch. Einer haben wir ja noch. Nee, stimmt nicht. Das ist ja unser Zuschauer. Stimmt, das ist auch ein Kommentator. Okay, passt. Nee, dann sind wir eigentlich alle auf dem Pad. Okay, dann Countdown soll er machen. Nee, das Bari macht den Countdown. Er kriegt einen virtuellen... Ja, deswegen. Soll er ja machen. Achso, soll er starten, genau. Er kriegt einen virtuellen, dann nochmal eine kurze Sekunde warten. Achso, jetzt, hä? Also wenn der Knall gekommen ist, ja? Noch mal eine Sekunde warten, ihr wisst, weil bei allem ein bisschen versetzt sind, dann könnt ihr Gas geben. Mhm. Also okay. so eine gefühlte Sekunde, ne? Ihr müsst nicht gleich losstürmen, ne, wenn der Knall oben ist. So, das wollte ich damit sagen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 21. Go. Ja, hier kommt ja gar keiner. Ich hab meinen Motor ausgeschalten gerade. Ach, Motor ausgeschalten, oh, ja, okay. Du bist ein bisschen mittendrin, ne? Mittendrin statzen du dabei. Das ist meiner Vision hier. Hier steht einer rum. Ach nee, das war ein Lehrer. Das ist wirklich wie auf dem Rummel gerade. Das ist lustig, oder? Scheiße! Der fackelt nicht lange. Sparry, den kannst du auch noch mal kurz reinhauen. Das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Ah, hinter mir brennt's, hinter mir brennt's! Na komm, ich hab auch noch einen guten. Wuhuuu! Und wer unten ist, ne? Wer unten ist, Lampe. Ist auch unten, ne? Wer unten ist, ist raus, ne? Nee, einfach wieder drauffahren. Ja, sonst hast du doch wenn du raus bist, bist du explodiert. Okay, wenn du raus bist, explodiert. Okay, da brennt ja schon mal einer, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, ja. Aber brennen ist so immer noch nicht raus. Das ja, an der Seite steht noch ein Lehrer, ne? Dankeschön für den geilen Raid. Ich kann bloß gerade nicht lesen, wer der Name ist, aber danke für den geilen Raid. Und herzlich willkommen zum Crash Derby Buggy Quickhead. Ich versuche gerade nur zu überleben. Ja. Da brennt schon drei. Hat mal jemand einen Feuerlöscher? Da brennt schon drei. Sanitäter! Genau, der ist wieder. Ach, Motor aus. Wenn du auf der Seite liegst, Motor aus. Immer Motor aus machen, Leute, genau. Ja, sehr schön. Schrammt dann schon wieder einer um. Komm, ich zünd wenigstens noch einen mit an hier. Komm her. Ja, Bro. Beide. Oh, einer, Leute. Jetzt geht's richtig los. Jetzt brennt fast alle aus. Ach, hier, aua. Oh, schön lange durchgehalten, muss ich sagen. Na, wer kommt als erstes? Wer fliegt als erstes? Na. Ich hab da einen aufgegabelt. Ausweichen? Ja, hab ich schon gemerkt. Mach das Licht aus, ist zu hell. Oh, jetzt gibt's hier Gruppenkuscheln. Wer macht da jetzt Licht? Ja, der nächste brennt. Oh, bei ja, mir, ich brenne jetzt auch. Irgendjemand hat mich gerade gelöscht, bei mir ist das Feuer weg. Ja, bei mir auch. Du bist immer noch am Brennen. Mhm. Okay, schöner das Bug. Das ist manchmal verbuggt, ja. Dann schöner Bug, ich brenne nicht mehr, ich brenne nicht mehr. Ah, verfehlt. Nico, das war's wohl, ne? Du bist der Erste, der rausfliegt. Hä, wieso? Ja, Greg hat mit Flammenlöscher. Ja, sah gut aus, schön gedreht, aber der ist erst hochgegangen. Wer war der Erste? Wer steht hier jetzt? Wen haben wir da? Der Buser. Der überlebt. Der Buser, da kann er dann gleich weiter kommentieren. Sehr schön. Ja. Oh, ich bin noch gut im Rennen. Ich brenne nämlich noch nicht, aber das wissen die anderen bloß gut nicht. Ja, schieb mich über den Mond. Verdammt, mein Beifahrer-Airbag brennt. Oh, hier brennt wirklich einer noch nie? Oder wer brennt hier noch nie? Wer brennt Zero hier? Brennt noch nicht. Doch, ich bin nicht so weit. Hey, und Bali weg, der nicht brennt. Ändern wir das. Was macht denn der Kenobi hier? Na. Mit deinem Bomber. Sehr schön. Bomber ist hoffentlich gleich richtig. Sandwich! Ja, das
erstmal. Oh, no. Du müsst mehr Anlauf nehmen. Oh. Hier brennt wirklich einer noch nicht. Mist, die blöde Lampe. Oh! Oh. Sehr schön, sehr schön. Jo. Sehr Barry, schön. Das war's, Barry. Ich brenne wirklich sehr schön. Schön. Sehr schön. Oh. Oh! Verdammisch! Oh! Oh, sehr schön! Jetzt McKay, jetzt also nur noch drei und dann. Wer ist noch drin, Leute? Yay, ich stehe hier ich und bin der, kann der nichts machen. Hat, ah. Drin. Ja, oh, okay. Scheiß die Wand an, okay, ich der war. Ja, das war geil. Nein, die Sache, oder? Hier brennt immer noch einer nicht. Was? Wirklich? Nee, nee, er hat gebrannt. Das ist jetzt nur wieder aus. Das nee, das ist kurz vorm Hochgehen. Sehr schönes Ding, Leute. Wirklich sehr schönes Ding. Also wenn der Beifahrer-Airbag brennt, gehst du gleich hoch. Ja. Das ist kein gutes Zeichen meistens. Also dann wieder also, ne, die gestorben sind, können schon langsam rüber tingeln. Ich hab hier ein Crackhead, ja. Wo keiner drin sitzt und das fährt. Ja. Also sollen wir wieder zurückkommen, oder was? Einfach irgendein kleines, schnelles Schiff schnappen und wieder hin, wenn ihr noch eine Runde Lust habt. Ja klar, auf jeden Fall. Flächenhose, das hört man gerne, ne? Sag ich doch, das war auf jeden Fall lustig jetzt, auf jeden Fall. Das hört man doch gerne. Drei sind noch, oder? Nee, nur einer. Ja, drei. Drei fahren noch. Verdammt, ich bin runtergekippt. Jetzt aber voll daneben gegangen. Ich konnte abbremsen, Busiro. Und ich empfehle euch, wenn ihr euch jetzt ein Schiff spawnt, dann spawnt das und geht von dem Monitor weg, gleich wieder hin und claimt das gleich wieder. Weil wenn ihr dann noch eine Runde spielen wollt, wenn wir dann noch eine Runde machen, dann habt ihr gleich euer Schiff wieder. Dann müsst ihr nicht warten, bis es geclaimt ist. Ich nehme jetzt mal ein anderes Schiff. Oh, das ist natürlich... Ja, man hat doch die ganzen 300er Moment. Eigentlich haben wir... Du hast ein guter Tipp. Ja, klar, aber es ist ein guter Tipp in jedem Fall. Ja, das ist generell ein sehr guter Tipp, ja. Aber ich muss was dazu sagen. Macht ihr Handelsmissionen? Macht ihr ja, was, wo ihr klar. Ja, wir sind noch im also, Spiel. Ja, bedenkt, noch da. Also, ne, wenn ihr so einen Blödsinn macht wie jetzt gerade, wo ihr wisst, eh schnell, aber ansonsten immer ne, versucht, ne, so spät wie möglich zu kleben. Ich glaube, ja, wenn noch was drin ist im Schiff, dann sollte man das nicht machen. Gerade außer Gefecht gesetzt ist, oder? So, jetzt werde ich den erstmal umkippen. Passt auf, Leute. Die beiden bekämpfen sich gegenseitig. Geht auf die Lampe zu. Nein! Ey, der ja, wenn's nur noch, die bekämpfen wenn's, sich gegenseitig, Mischer, lass es auf. Wenn's nur noch zwei, wenn ihr nur noch zu zweit seid, dann fahrt aufeinander zu. Der eine ganz außen, der andere ganz außen und dann ja, aufeinander zu. Ja, aber wir sind so noch zu dritt, oder? Ja, wo ja, ist ja, dann kommt noch der dritt. Zu dritt geht auch dann da. Weil Konobi hat geschrieben, Fabi und Fusiro, also nur noch zu zweit. Nee. Ja, aber wenn ihr nur noch zwei seid, dann ist es besser, dass du der jetzt sind wir Fusiro und Aluri. Ich habe ein kleines Problem, ich müsste mal hier bitte jemand mitnehmen. Ja, jetzt sagt Dev einfach geradeaus aufeinander zufahren. Ich kann nicht gerne mitnehmen, ich wollte nochmal eine. Ich habe meine Gesundheit. X ja, passt. Gut. McKay, ich krieg mit B02. Ja. Ich bin bei C. 10.07, jetzt hol ich mir. 10.07, bin hinter dir. 10.02, 10.01 bin ich. Na, wer von euch beiden hält durch? Das frage ich mich auch. Jetzt nochmal mit. Beide sind schön am Brennen. Mhm. Schön, dass bei Basiro. Wartet mal, noch nie platzen. Ich will das auch nochmal schnell mit 10. Ich muss Basiro's Chat noch schnell aufmachen. Dann bitte das Bild anschmeißen. Warum haben wir es dann? Den hab ich schon gar nicht zum neuen Ding noch reingenommen. Hier auch nochmal für die neuen mitzugucken. Jetzt kann nur Ding. Ach, mach fertig, Jungs. Ich seh's beim nächsten Mal. Ich muss zuerst mal den Ding rausholen. Jetzt hat mir so einfach mal. Das ist fies gewesen. Das ist echt fies gewesen. So, einmal hier und einmal. Oh, ich hab was Kleines. Folgt mich sogar noch. Das ja, ist das ist doch scheißegal. Ja. Hauptsache, ich kann mich reinstellen. Und, ja, ja, wenn du reinkommst. So, jetzt mal gucken. Hey, ich hab mich auf die Seite legen lassen. Das ist ein hartes Battle, Leute. Aber ich weiß, beide voll am Brennen. Und Na? Das hätte es jetzt schon sein können. Ja. Weil du die größeren Flammen hast. Es kommt nicht auf die Größe an. So, passt auf. Ja, genau. Björn, Baby Björn. Pass immer auf. So knapp. Ah! Ich bin ja! Lebst du noch?
Ja. Okay, alles klar, wir kennen den Sieger. So, kann losgehen, so, McKay. Dann, ich werde jetzt die Sekunde mal aussetzen, warum. Ich will mal versuchen, ein bisschen zu kommentieren, vielleicht kriege ich das hin. Ja? Also ich versuch's, ne? Also, ich bin tot. Ist jetzt auch noch nicht dann mein... Dann kann ihr jetzt mal dann anderer dann, Kollege mitmachen. Ich warte auf, ich warte auf dich, wenn du wieder da bist. Gut. Ja, ich hab mal kurz mich gekillt und jetzt habe ich wieder ein Hub, also kannst du loslegen. Ich würde gerne mal mit die 250R dran, 50R ausprobieren. Oh gut, das ist eine gute Idee, da bin ich auch bei. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, so. Habt ihr denn euch ein Schiff customized? Ja klar, ja, 325R. Ich wollte bei mir im Stream zeigen, oder mal rauskriegen, kann man die denn ein zweites Mal customizen? Hab irgendwelchen Quatsch angewählt, hab's nein. Nein, also mal gleich. Das haben sie auch selber gesagt, sobald du sie einmal customized hast, ist vorbei. Dann musst du musst dir das so vorstellen, dass es wie wenn du dein Auto gibst du dein Auto nach ne, wenn du mit zusätzlichen Modulen gibst du es dann gleich wieder zurück und sagst, nee doch, nee, ihr müsst nochmal ran. In der Regel selten. Man kann es nochmal so umtun. Also ja, in der Regel selten. Ja, aber du zahlst meistens aber, du zahlst aber meistens was für. Bist du ein Schiff? Ja, aber wenn ihr mehrere 300er habt, also zumindest die Serie davon, dann könnt ihr die Außenfarbe nochmal ändern in dem Schiffsmanager, ne? Mhm. Aber jetzt mal eine andere Frage. Habt ihr euch denn neue Schiffe angefordert? Na, ich hole mir jetzt die 350R. Die gerade irgendwie unkno ist, hä? Wieso das denn jetzt? Nee, weil hier ja noch alle Schiffe hier stehen, alle. Ja. Ja, also es ist uns, wie gesagt, auch schon ein paar Mal aufgefallen und euch bestimmt auch, Try, weil ihr seid ja gerade nachts unterwegs. Mhm. Dass nachts, wenn die Server nicht so voll sind, dann bleiben die Schiffe auch da. Guckt mal über F11, wie viele Leute auf dem Server sind. Wenn nicht viele drauf sind, dann ist es gut möglich, dass sie da sind. Bestimmt wieder das waren gerade 19 Leute auf dem Server. Ja, dann ist es gut möglich. Ja, dann ist es möglich, dass die jetzt ein bisschen länger bleiben. Was uns auch aufgefallen ist, und das ist ja das, was wir auch schon in den letzten Patch-Notes mitgeschrieben haben, wir sollen ja so viele Schiffe despawnen lassen wie möglich. Ja? Also wirklich, das, was wir jetzt auch gerade machen mit den Quakeheads, ne, dass die dann irgendwann wegspawnen und auch kaputt gehen und so, das hilft denen ja auch, das auszuwerten. Ja? Mhm. Ob die das auch jetzt sehen, das würde mich interessieren, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Na, bestimmt. Also, vorgestern, wo diese kurze PTU-Phase war, für den letzten Patch, da waren sogar 5 CIG-Mitarbeiter mit auf dem Server. Geil, also ich habe auch gehört, dass bei mir letztens jemand zugeguckt hat, hat auch noch nichts geschrieben, hat nichts zur Erkenntnis gegeben. Mhm. Hat nur, ja, fand ich cool. Wo steht das bitte, wenn jemand zuguckt? Für Namen im Chat, derjenige meinte, das wäre einer von CIG. Also wie gesagt, ich kenne nicht alle Namen. Kenn halt nur der Discolando war bei Faxi mal mit im Stream. Ja, auch geil. Ja, der hat irgendwie geschrieben, dass er seine Autoschlüssel oder sowas vergessen hat. Da haben wir Roleplay gemacht und er hat noch einen lustigen Spruch dazu gerobbt. Mhm. Ja, das ist cool. Na, ist jetzt mal fertig hier. Okay, ist fertig. Sammeln sich hier die Schiffe? Der Bomber da hinten ist auch schon gelandet, den Ubi. Ein Drash macht ein Schiff nicht mitten auf die Kampffläche landen. Man hätte natürlich das Landefahrwerk austragen können. Aber muss ich trotzdem sagen? Sorry, Entschuldigung. Das wäre ein grelles Licht. Ja, ich muss aber trotzdem sagen, dafür, dass ich ja wirklich eher mehr nachts aktiv bin und jetzt auch mal so ein Tag jetzt eben gestreamt durch diese paar freie Tage, ne? Muss ich wirklich sagen, ist krass, hätte ich nicht gedacht, dass doch so ich gegenüber den anderen, ne, die so streamen, doch einen recht guten festen Stamm haben, die zuschauen, muss ich wirklich sagen. Bin ich echt stolz drauf. Ja, das möchte auch sein, du bist ja auch schon lange da und vor allem auch für Star Citizen und die Community da. Ja, definitiv, ja. Ist mir ja auch wichtig. Ja, ich bin ja, Nils hat ja selber gesagt, zum Beispiel, du warst zum Beispiel sein erster, dass er diesen Streamer, den er überhaupt geschaut hat. Ja, der erste Deutsche. Mhm. Süße. Oh, jetzt wird er mein Schiff nicht holen.
Ich hatte halt vorher ein paar Amis gesehen gehabt, aber ja, ich meine, wenn man Deutscher ist, ne, dann sucht man sich halt früher oder später auch einen deutschen Streamer. Mhm. Ja, wenn möglich, ja. Mhm. Ja, und ja, deswegen habe ich dann nochmal ein bisschen geguckt und dann habe ich die Nachteulen entdeckt. Und die Nachteulen fand ich halt auch so ein lustiger Name und so. Ja, das ist cool. Und ihr macht ja da auch das mit euren weißen Mäusen da und so und mit der Eule, die Boss-Eule oder was auch immer, dass die dann da vorbeikommt und das finde ich ganz lustig. Ja klar, so ein bisschen, ja, sagen wir, man will halt auch ein bisschen animieren, ne? Es ist bei allen, ob es jetzt beim Bruder ist und solcher. Ja klar, bei ihm gibt's PS und bei euch gibt's weiße Mäuse. Genau. Jeder hat sein eigenes Ding. Ja. Genau, genau. Aber das ist ja das, um das auch ein bisschen der Chat belebt wird, dass die Leute mit uns in den Tag gehen können, dass ihr auch nie so Langeweile habt, dass ihr immer was schreiben könnt. Unabhängig, ob ihr jetzt eine Frage stellen müsst. Darum, manchmal ist auch so, oh, muss ich jetzt was fragen, muss ich jetzt an irgendwas denken oder so? Muss ich denn, nee, ihr könnt einfach trotzdem aber im Chat ein bisschen aktiver sein. Oh. Und das finde ich ja das Coole dran. Und viele nutzen es halt auch. Machen es auch on. In meinem Fall ist es ja auch ein Vorteil, wenn du sowas eben mit einbaust, ne? Die Interaktion plus eben die Gewinnmöglichkeit. Meine 300i steht auch noch da. Du kannst ja zum Beispiel das auch koppeln, ne? Also in meinem Fall ist es wirklich so, wenn du irgendwann genug Mäuse hast, hast du halt ein bisschen mehr Glück, eventuell ein Schiff zu gewinnen, weißt du? Meine 300i spackt gerade rum, die wackelt wie so ein besoffener Habicht. Hier stehen so viele Schiffe, ey. Das war gerade merkwürdig, ich war als Unsichtbarer unterwegs. Ja, irgendwas war gerade, ja. Ich bin gerade, also die 350R, die ohne der Fahrwerk am Boden steht, das ist meine, das tut mir leid, ich hab nicht funktioniert. Aber es hat funktioniert, also es steht. Weißt du, das mir auch noch wichtig? Weißt du, das mir auch noch wichtig? Entschuldigung, dann bitte erstmal, mach du. Ich bin ja auch noch relativ neu hier mit dem Stream und wie man sieht, funktioniert ja auch das mit dem Multistream noch nicht, da muss ich auch noch rausfinden, wie es, woran der Fehler liegt. Das kriegen wir noch hin, irgendwie, keine Angst. Es gibt genug avasierte Leute. Der eine oder andere wird dir bestimmt helfen. Ansonsten frag auch gerne mal, wenn Zeit da ist, bei mir mit nach. Ansonsten nehmen wir auch Pulser und so. Ein bisschen Ahnung haben wir ja alle. Einfach mal nachfragen. Kriegen wir schon mal hin. Am besten im Offstream. Ne? Na, du musst mal gucken. Ich hab dir bei Teamspeak hatte ich dir eine private Nachricht geschickt. Da habe ich dir einen Link geschickt. Da stehen ganz viele Vorschläge drin, wie du genau das Problem beheben kannst. Ich denke mal, da wird bestimmt einer der 6-7 Dinger da bestimmt helfen. Man hier stehen jetzt so viele Schiffe, da muss man voll Slalom laufen. Sehr geil, sehr geil. Na, also der Cat steht bereit hier, wenn jemand einen braucht, will. Mal Leute, was haltet ihr denn von der Idee, jetzt könnte man ja mit so vielen Schiffen eine kleine Strecke abstecken? Wie meinst du? Na, ich wollte auch gerade sagen, Slalom fahren. Ja, so eine Art wie eine kleine Strecke abstecken, eben mit Slalom fahren etc. So, dass man eben die Greycat-Bugge, die sind ja langweilig dann. Aber auch sowas Schnelles. Wir haben auch eine Strecke hier um Gebäude herum mit den Greycats, eine Rennstrecke. Ich kann auch die Cyclones als Rennwagen spawnen. Das können wir auch machen. Ich hätte auch noch ein paar Cyclones. Also auf dem Rennstrecke. Genau, also da gibt's genug. Ich finde es auch interessant, dass, obwohl ich jetzt hier die ganze Zeit schwebe, mein Sprit immer noch bei 99% ist, ne? Alter, was macht die im Orbit? Die 5, was? Also in der Atmosphäre noch 800 Sachen, Alter. Das ist fett. Ja, das Ding ist extrem flink. Ja. Meinst du den Sprit auf der rechten Seite oder auf der linken Seite? An der rechten Seite. Also, ja, sorry. Auf der linken Seite ist ja der Quantum-Sprit. Der kann Das ist der Quantum, genau. Der geht nur runter, wenn du Quantum-Travel machst. Ja, aber ich habe meinen richtigen Sprit noch. Mit normalen Triebwerken. Die ganze Zeit im Schwebemodus bin. Okay. Das ist wahrscheinlich verbuggt. Wenn ich jetzt einmal runterfalle, wisst ihr, dass er drei Tanks war. Da war es leer und die Tankanzeige war kaputt. Ja, definitiv. Einmal draufklopfen, bitte. Was ich auch gerade noch mit erwähnen wollte, was mir auch später wichtig ist, ich habe ja so ein bisschen mit Animation oder ich möchte definitiv noch eine Animation bei mir im Stream drin haben, eine kleine Eule, die halt ein bisschen auch so interagiert möglich ist, ne? Wo der Chat zum Beispiel, was weiß ich, einen Befehl eingibt. Ich bin jetzt zum Beispiel mal Post ein Herz, ne? Und das kostet zum Beispiel eine Maus, ja. Das ist, ne, dann gibt er einen Befehl ein, Herz, Maus oder vielleicht auch zwei Mäuse, wir haben vielleicht zwei Herzen gepostet, verstehst du, dann tut die halt eine Interaktion ausführen, für dass die Leute einfach ein bisschen mehr gefördert werden. Das Problem ist bloß gerade unserer Grafiker, der jetzt die Vorbilder schon alle soweit fertig hatte, der hat jetzt momentan so viel beruflich und privat zu tun, dass er da jetzt momentan erstmal komplett abgesprungen ist, was die Animation angeht, weil das zu extrem viel Arbeit ist und auch ein etwas längeres Zeitprojekt. Jetzt suche ich halt in der Richtung nochmal einen neuen, eigentlich schon eine Animation Grafiker, der das wirklich kann, weil das wäre richtig geil, weil das wäre eine richtig coole Interaktion halt eben.
Ja, das stimmt schon. Aber es macht wirklich Arbeit, sowas zu machen. Man sieht es schon an den Videos und dann, wenn man noch sowas Eigenes zeichnen soll und so weiter, das da hängt ja noch natürlich eine Ecke mehr dran. Definitiv. Muss ja auch eigen gezeichnet werden in dem Fall, auch wegen Größe und hast du nicht und angepasst und ist schon ein bisschen Arbeit dran. Also wie gesagt, er hat sich auch ein gutes Programm zugelegt gehabt, er jetzt, aber es wäre halt wirklich gesagt, er hat gesagt pro Sekunden, also pro so eine Szene sozusagen, ne, pro so zwischen 1 oder bis 6 Sekunden so eine Szene, wären das über 36 Bilder. Mhm, ja, brauchst du. Und das ist schon heftig. Ja, also ansonsten ist es nicht flüssig genug fürs Auge. Ja. Und von dem her, Leute, ihr wisst, was ich damit meine. Und dementsprechend geht das nochmal richtig ins Geld. Das heißt, ich werde auch irgendwann nochmal leider ein bisschen eine Spenden drum herüber müssen, weil dieser Effekt würde ich halt schon gerne für die Community haben wollen, weil versinnbilde ich halt die Eule nochmal ein bisschen mehr. Ne? Base-Eule sozusagen. Ach, wie gesagt, bei meinem Stream ist immer nur das Doofe, ich kann die Leute nicht so lange halten. Bei mir sind meistens im Durchschnitt 3 Leute drauf und dann sind es mal 7 und dann wieder nur 3. Okay. Müssen mir auch noch was einfallen lassen. Darf ich dich kurz fragen, Östi, nutzt du gerade ein Headset? Ja. Ja, da hast du schon mal den ersten Manko. Ja, also viele Leute wollen Qualität hören, dann darf es mal vielleicht ein bisschen rauschen oder mal vielleicht ein kleines bisschen brummen, durch vielleicht auch ein Server bedingt oder netzbedingt, ne? Aber ansonsten, die wirklich hardcore gucken, die wollen auch eine ordentliche Klangqualität der Stimme haben und sind da sehr penibel und dementsprechend kann man dann halt sehr schwer lange zuhören, ne? Also es ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Man ist ja eh schon länger dabei und gewohnt. Und viel aber man braucht nicht unbedingt ein Großmembranmikro. Das also mein, ich grad, ja. Mein Sound ist auch gut, denke ich mal. Ihr hört mich gut und klar. Mhm. Und ich habe auch nur ein Headset. Nein, dein Sound ist im Moment über TeamSpeak halt besser als deiner Östri. Genau. Vielleicht ist da noch keine Einstellung. Aber man muss auch dazu sagen, Mackenzie, man hört bei dir trotzdem am Ende. Kurz bevor er ausgeht, klingt dein Mikrofon einfach anders und macht ein Nebengeräusch, als es halt eben beim richtigen, normal XL-Mikrofon hast. Ja. Ja, das wäre bei mir wäre jetzt eben auch so eine Sache das nächste. Ich habe ja auch bloß ein Headset auf. Das Mikrofon ist jetzt nicht das schlechteste. Nur bringt mich das Headset ehrlich gesagt um. Also meine Ohren, die tun sowas von weh, wenn ich das ein paar Stunden auf habe. Aber deine Klangqualität ist auch gut. Also ja, er hat einen zu hohen Hochklang und einen leichten Echo und das ist das Problem. Also er hat einen guten Klang. Es ist auch bloß ein Headset, Brian. Du hast schon recht. Es ist halt bloß ein Headset. Nimm's mir in die Böse. Ne? Es gibt gute Headsets, ja, es gibt auch gute Klangqualität. Das ist nicht mal so ein gutes Fry, das ist ein 90-Euro-Headset. Komm, 90 Euro ist auch unordentlich. Also das, was ich jetzt gerade drauf habe, kostet eigentlich in der Regel 140, 150 und ich nutze das Mikrofon gar nicht, weil selber vom Werk aus sie sich schon entschuldigt haben, dass das Mikrofon im Arsch ist. Okay. Was nutzt du für Kopf-Headset? Das ist von, warte, lass mich kurz lügen, das ist von Creative Sound Blaster XH5 oder H7, ich müsste zu lügen. Das ist vom Mikrofon nicht so. Die habe ich mir deswegen geholt, wirklich, weil die vom Testbericht her und von vielen anderen Streamern als Studio gleich gelobt worden sind vom Klang her. Was kosten die? Also ich habe mir das Razer Manowar für 150 geholt und das ist top. Okay, ist das dieses Beach Grüne, sag ich jetzt mal? Nee, das ist schwarz. Hat an der Seite halt so LEDs, die du farblich einstellen kannst über dieses Menü, was da noch mit dabei ist, also diese Razer Synapse, und ist halt wireless, hält den ganzen Tag vom Akku her und hat 7.1 Sound. Ja, 7.1 ist eh nur virtuell, das geht gar nicht das ist, echt das, bei. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe zum Beispiel das Asus Rog Centurio mit reellen 7.1. Du hörst es ja gerade, ey. Erstmal liebe Grüße von der Real, der ist gerade bei uns hier im Stream mit zugestoßen. Dankeschön, schöne Grüße zurück. Und er fragt gerade so mal ganz lieb, was ist los mit den Haufen hier? Der Haufen macht gleich Explosionen. Nur, man kann, wenn nur eine Box im Kopfhörer ist, auf jeder Seite 7.1 gar nicht reell darstellen. Nein, das stimmt auch wieder. Asus ROG Centurio hat pro Seite 3 Treiber. Das klappt aber immer noch nicht mit 7.1. Entschuldigung, hier. Das ist 3.1 dann. Aber es gibt extrem wenig Headsets mit 7 mit 7 Boxen. Das sind 2 Boxen. Also, deswegen, ich finde,
man sollte eher zu einem gescheiten Stereo-Headset greifen, als zu einem diesen 7.1, die sowieso nichts haben. Also ich finde den Sound von dem wunderbar und das Mikro, wenn ich die Empfindlichkeit, also den Pegel von dem Mikrofon auf 100 drehe, ja, dann hörst du bei mir im Schlafzimmer, was 10 Meter weg ist, die Flöhe husten. Also das kann ist echt heftig. Du musst nur, also wirklich, dein Mikrofon ist sehr klangweich, definitiv, das muss man sagen, definitiv, es ist top. Also und wenn ich bei mir den Gain hochstelle, dann hört man eine Stecknadel fallen bei meinem Mikrofon. Naja, gerade bei deinem Mikrofon ist zu viel Hall im Hintergrund. Ein bisschen Hall hast du immer gerade. Ja, leider. Ja, das liegt auch daran, dass ich das Mikrofon ungefähr einen halben Meter von mir entfernt habe. Ah. Ja gut, das ist klar, das ist was anderes. Ich habe jetzt mal am Test den Link gepostet von dem Headset von meinem. Sehr schön. Und wie gesagt, das ist ein reelles 7.1. Dankeschön für den Follower. Ich gehe gleich durch. Ich tue gerade nochmal schnell die Daten auch für ein Dings und so. Vielleicht mal so einen kleinen Augenblick bitte. Könnten wir dann irgendwann noch schauen, dass wir langsam irgendwie wieder zusammenkommen und anfangen? Weil, Da gebe ich gerade ein bisschen. Interessant, dass hier ständig neue Greyhound-Wracks auf dem Landepad auftauchen. Überhaupt, was hier rumsteht, hier ist alles voll. Das ist eine Schiffsschau, ne? Ja. Eine Schiffsschau. Das ist besser fast besser als Origin, als das Event beim Anniversary gesehen. Bei mir, die eine 300er hat gerade einen Re-Entry-Effekt auf der Schnauze, während sie steht. Sah sehr komisch aus. Also nochmal Jungs, alle die jetzt noch mitmachen wollen, die jetzt noch ein bisschen Craycat Derby machen wollen, wie gesagt, du bist recht, hat sich eingeladen, kannst gerne mit dazu stoßen. Ja, kommt. Weiß der? Ah, der ist oben in der Eingangshalle. Den muss jemand runterziehen. Ja, mache ich. So. Da stehen noch Greyhounds auf dem Pad. Wer braucht noch? Grüß dich, Al. Na, zieh jemand mich doch mal runter. Schönen guten Morgen. Oh ja, wunderschön. Ja, mein großer, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Recht herzlich Hallo. Willkommen. Gebt ihr vielleicht erstmal Besucherrechte? Zack. Oh, danke. Ich hab schon ein paar Mal deinen Stream geguckt. Jetzt kann man mal live mit dir quatschen. Das ist cool. Ja, ne? Kann man machen, ja. Wenn man so alles kennt und zusammenbringt, das ist einfach nur geil. Das ist, die Welt ist ein Dorf. Ja, vor allem bei Star Citizen. Ja. So, also es hat gar nicht mehr aufgehört. Ich bin jetzt einmal um diesen Außenposten drum rumgelaufen. Hier stehen einfach überall Schiffe. Ja, ne, das ist so geil hier gerade. Das ist so geil. Das sieht so fett aus. Und wenn ich jetzt gerade bei Try gucke, wie meiner Andromeda in der Luft schwebt. Wie schön gerade da hinten die Sonne aufgeht. Ah ja genau, du kannst zwar mit deiner Andromeda dann landen, ich fahre ja kein Fahrzeug, ich will ja mitkommentieren, außer er will bestimmt da mitfahren, ne? Du wirst doch bestimmt eine Runde hier Crash Derby machen, oder? Ich bin nicht so gut dabei. Autoscooter. Oder hättest du Lust mit zu kommentieren? Denk dran, ich bin auf der Arbeit. Achso, du bist auf Arbeit, okay, gut. Braucht noch jemanden Greyhound jetzt? Jemanden anderen Rover gespawnt, aha. Ja, so, ich dann komm mal runter, Östi. Ich will mich da mal mit reinstellen und gucken, ob wir das kommentiert kriegen. Ich habe mal eine Frage, soll ich das hier anmachen? Haben schon alle oder? Das könnte man auch eine kleine Runde noch Benny Hill machen. Thema. Benny Hill geht immer. Ja, okay. Ja, dann Benny Hill geht immer, ja. Bei der Mucke eben. Die da lief so schön und da ist einer über das Pad geslidet. Das hat voll gepasst. Martin, mach mal Motor aus. Ja. Doch, mach mal. Habe ich auch schon gemacht. Hey, Eurotruck, schön, dass du auch wieder da bist. Freut mich, klasse. Wow, du, ey, das wird heute ein extrem langer Stream bei mir, ne? Seit 8 Stunden sind wir jetzt schon bei. Ein bisschen mehr als 8 Stunden haben wir jetzt schon. Und bis morgen früh um 10, 11 wird es ungefähr gehen. Du siehst, hier geht schon wieder die Sonne auf. Hat jetzt, hat jetzt jeder einen Buggy? Ich habe jetzt auch einen. Das Pad ist ganz schön vollgeräumt mit Buggys. Ja, um die müssen wir herumfahren. Seid ihr auf Daymar, ja? Ja, genau. Wir könnten doch ein paar Schiffe aufstellen. Daymar, Arkov Mining 141. Wenn man ein paar Schiffe aufs Pad, dann wird es noch lustiger. Ich weiß nicht, Östi, willst du jetzt auch noch Buggy oder? Nö, ich starte hier. Kannst du wieder einfahren? Ich habe keine Rechte, oder du entlockst das Schiff. Und also ich denke mal, auch wenn er jetzt kommt, gibt den trotzdem mal einen Buggy.
Jetzt ja, herzlich willkommen hier, wir machen heute hier die Kommentatoren oder was? Wenn du das hinkriegst, das kann ich leider bei mir gerade nicht einstellen. Das ist cool. Den Effekt habe ich noch nicht. Bitte einsteigen, bitte einsteigen. Ja, wer hat noch nicht mehr Bildung, wa? Ja. Wer war denn das mit dem Bügel Countdown, den nehmen wir die Fahrt wieder. Am besten über die Spari wartet, glaube ich. Die ist am besten. Spari hatte, glaube ich, den Countdown. Mhm. Stehen denn alle auf dem Pad? Ich kann gar nicht mehr identifizieren, wer hier ein Fahrzeug ist. Also Troy, okay. Über den Fahrstuhl ich kannst du besser drauf. Hier. Jetzt stehe ich gerade auf dem Stoff. Was soll ich machen? Über den Fahrstuhl siehst du es besser. Wie, über den Fahrstuhl sehe ich besser? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Und mit dem zweiten. Ach so, der steht jetzt oben in der Luft und fährt mit dem Fahrstuhl runter und sieht alles besser. Genau. Ah, okay, das kann ich natürlich auch machen. So meinte er. Ja klar, okay, dann bleibe ich auch, warte ich. Aber ich weiß nicht, ob du auf dem Fahrstuhl stehen bleiben kannst, in der Luft ist. Geht das, ja? Okay, wenn du dich jetzt so gestellt hast, dass du dich nicht mehr weiter bewegst, dann würde ich aber trotzdem sagen, geh doch mal ein Stück nach vorne. Ich bin recht. Also ich finde schon, dass wir ein Stück zu weit sind noch. Super, jetzt erstmal ein Version Mismatch. Was ist das denn? Also, so siehst du vom Fahrstuhl. Es gab ein Update, hast du wahrscheinlich noch nicht. Ich muss mal Verify machen. 400 MB circa. Ja, sowas Kleines, genau. Ja, super. Fertig. Für dich, ja? Dann müssen wir sogar noch mal kurz warten auf den L. Ne, weil dann müssen wir gerade noch mal runter, dann, dass wir L ja noch einsammeln können. Ach, ich komme da schon irgendwie hin. Du kommst über die obere Luke rein, das glaube ich dir. Er schweißt auf. Ich habe ein Multitool, ey. Ja, wollte gerade sagen, er schweißt auf. Dann sage ich ja, er schweißt auf doch. Habt ihr irgendeine Tür gefunden, wo es Multitool funktioniert? Wir haben viele ausprobiert. Wirklich, letztens war ja so ein kleines Ziel in meinem Nightstream, das eine Mal. Und glaubt mir, es hat bei keiner geklappt. Okay, alles klar, weil ich oftmals so ein Gerücht gehört habe. So, warte, ich will nur ganz kurz aushören. Die Ironie an der Geschichte. Wir haben dann Railgun genommen. Ja. Der Witz ist, unter anderem durch die Wumms, oder es geht nicht ganz auf. Meistens hast du nur einen kleinen Spalt und kommst trotzdem nie rein. Ach, okay, schade. Ja. Gerade was die Starfire-Tür anbelangt, hatte ich schon ein paar Mal gehört, das sollte gehen. Nee, leider nicht. Wir haben so vieles ausprobiert. Mhm. Du, wenn du danach mit dem Ding drauf ballerst, das bringt auch nichts mehr. Dann schweißt das eigentlich mehr fest. Du musst dann mit der Hand ran und musst das Ding aufdrücken. Ja, hast du nie Alien gesehen? Doch, natürlich. Doch, wirklich. Weil du gerade sagst, Alien, wir haben heute eine Alien-RP-Runde gehabt. So köstlich mit den anderen Jungs. Wir haben so ein bisschen simuliert, als ob eben ne, ein Alien auf dem Schiff wäre. Auch mit den Piep, Piep. Okay, wir haben auch die Ripley. Ja, das war so geil. Ja, die war diesmal nie dabei, du. Leute, ja, alle immer mal einen Zentimeter befahren, weil sonst kriegt ihr einen Disconnect. Ja. Seid ihr denn fertig? Wir können uns ja mal in die Mitte stellen, die da sind. Da sehen wir erstmal, wie viele überhaupt hier sind. Genau, ihr könnt euch ja mal ein bisschen zusammenstellen, ein bisschen zusammenraufen. Zusammenstellen, nicht zusammenknallen. Vollgas! Noch cooler wäre es, wenn ihr jetzt über die Conny einfach oben über die Luke rausgehen könntest und sich oben hinstellen könntest. Sehr cool. Achso, okay, es sind ja doch einige. Okay, das war jetzt ein geiler Screenshot. Das sah bestimmt mega gut aus, ja. Aber sowas von. Okay. Den möchte ich bitte auch bei mir im Discord gepostet haben, wenn es möglich wäre. Muss ich mal gucken, kann ich dir, warte mal. Kriege ich das geschickt jetzt hier? Warte. Ui, Kenobi, das war knapp. Brauchst nicht in TS, in Discord wäre mir lieber. Kriegst dann später die Daten, gebe ich dir. Ach so, ja, machen wir so, alles klar. Ja. Macht ein Kenobi da? Keine Ahnung, er räumt gerade ein bisschen auf, so wie es ist. Ich räume auf, ja. Hat was. Oh. Oi, oi, oi. Und ich hab's nicht richtig gesehen. Da saß noch einer drin. Und ich bin auf einer ungünstigen Position. Geht's oder soll ich dir helfen? Ja, ich glaub, Spari, helfen. Du stürzt auch fast ab, oder? Also die fliegt so wie meine 300i eben. Alter, das ist ein kaputter Pass, der Name haben bloß drüber. Passt. Ey, bleib du bloß da oben. Bleib bloß da oben. Wie gesagt. Wir warten jetzt noch kurz, bis L da ist, okay. Und dann hüpfe ich mal ganz schnell noch eine rauchen. Ich bin sofort wieder da. Da mache ich mit. Ey, was arbeitest du eigentlich, wenn du jetzt auf Arbeit bist? Systemadministrator, Bereich Monitoring. Ah. So, haben wir jetzt noch irgendwelche Leichen hier stehen? Nee, gell? Dann fahre ich mal wieder zurück in meine Ecke. Ich gerade aufgegessen. Gut, bin dann gleich wieder da. Jupp. Ah, diese Lampen. Jetzt sind hier überall diese Staubwolken. Mhm. Ich kann die Lampen auch nicht mehr. Ja, es wird nicht einfacher.
Also Retaliate, was ist das denn hier? Doch schon die Fahrzeuge. Irgendwie hängst du an irgendwas fest. Du hängst an einer Auto fest. Sieht cool aus. Achtung! Ich glaube, der Bomber explodiert gleich. Ja, Flügel ist schon weg. Bombe. Ich wurde ganz schön gedrückt. Ich fliege mal, ich fahre mal ein paar Meter zurück. Ich fahre mal lieber hier durch. Jetzt liegt noch mehr Schrott, ich habe gerade erst aufgeräumt. Ja, wirklich. Kann mal bitte jemand die Tally am Bauch krallen? Vielleicht stehen die dann wieder auf. Also der Pilot, der sollte auf jeden Fall in der Psychiatrie oder so. Hier oben noch eine Conny. Na, zur Not haben wir die Conny, die die abräumen kann. Ich hab extra. Ja, extra, Conny, ja. Flieg mal voller Wuchel rein. Gibt einen schönen Knall. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht mit der Caterpillar zum Beispiel kannst du den aufschließen, dann kannst du ihn mitnehmen. Schnell weg! Ja, es wird nicht noch, besser. Noch besser, Schiff, ne? Ja, aber wirklich nicht. So, noch fliegt Kenobi. Gut, aber dann wird es vielleicht ein bisschen weniger lecken, wenn ein paar Schiffe hochgegangen so, sind. So, bin wieder da. Baby. Was war denn eben vor meiner Linse? Ich hatte ein schwarzes Bild. Ja, der Bomber wollte irgendwie da ein bisschen aufräumen. Ach so, naja, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich noch so gerade richtig stand oder so. Da war jemand mit dem falschen Vehikel am Start. Oh, jetzt hakt's bei mir hier, jetzt leckt's. Oh. Ja, jetzt. Mhm. Jetzt fest. Performance hier. Oh. Ich hab 17, ne? Oh, wow. Okay. Jetzt geht's wieder runter. Pass auf, der Server kackt gerade ab. Ich hol mir noch schnell was zu trinken. Oh. Kann es sein, dass wir es eventuell ein bisschen übertrieben haben? Kabel. Ja, ihr solltet nicht Richtung Auspackpunkt von den Fahrzeugen schauen. Das muss das Game abkönnen. Auf ja, Herz und Nieren geprüft, ey. Ja, ja. Nicht nur CIG, man. Aber stimmt. Wenn man zum Spawnpunkt der Vehikel da guckt, dann ist es schlimm. Ansonsten geht's. Ja, das ist aber blöd, wenn man im Kreis fährt, ne? Nee, dann muss ich mich angucken beim Fahren, dann geht das. Wir haben mal die Schwierigkeitsstufe noch mal ein bisschen hochgedreht. Alle gucken nach unten. Oh, ja. Wahnsinn. Ich bin sowieso in der Außenansicht. Ja, ich auch. Ich glaube, da hinten muss jemand die Schiffe ein bisschen beiseite räumen, ne? Na Martin, deswegen leckt das so. Martin, du könntest ja mal meine Freelancer, die neben dir steht, zerballern. Nee, hier ist waffenfreie Zone. Ach, scheiße. Der war gut. Die kann er. Denn setz dich einfach rauf, die Schilde sind aus. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Nochmal ganz kurz, weil ich das jetzt gerade sehe, hier nochmal bei meinem Bot. Recht herzlichen Dank an den wunderschönen Raid vom lieben Monchi 78, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Monchichi, geiler Name eigentlich, wenn man sich so überlegt. Raid mit 6 Leuten, danke. Erst einmal dafür. Und dann waren wir noch von Billy Blaze J oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe irgendwie auf die Reihe gekriegt. Hat gefollowt. Herzlich willkommen bei den Nachteulen. Schön, dass du mit dabei bist. Hast du schon mal eine weiße Maus verdient, dass du hier nicht verhungerst, so wie die anderen Chaoten, die schon alle hier sind, du was glaubst du? Ja, ich hab schon wieder Hunger. Ich habe heute schon 11 solche blöden Fischfilets gefuttert und dann bin ich immer noch hungrig. kann ich mir gut vorstellen. So, und WB, Eurotruck und auch nochmal Hallöchen ja die ganzen Jungs, die hier eigentlich im TS da sind. Aber eigentlich müssen wir nochmal so namentlich mal kurz erwähnen, wenn wir alle sie haben, den lieben Buser. Der Brutsala, der Gravil, Sitano, McKay, der Real, den Marker Maker, den Mars on Earth, den Asti, den Spari, meine Wenigkeit und den Ali Hori. Hey, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Hi. Ja, servus. Ja, moin. So, wir laden euch jetzt alle recht herzlich ein zu einer Runde Crash Derby mit den Quakeheads Buckies hier auf. Jetzt waren wir Dema, ne?
Damer, Hardcore Mining 141. Aber jetzt genau. Bleibt es gerade ein bisschen buggy hier alles. Ja, wie machen wir das jetzt? Also wir können ja nicht nach links gucken, aber wir können nach rechts gucken. Das heißt, wir müssten eigentlich alle in eine selbe Richtung fahren. Und in dieselbe Richtung gucken. Oder wir fahren ja ein Weilchen weg und machen das dann dort, wo wir... Aber die auf der Plattform war aber gerade die beste Möglichkeit. Jetzt haben wir mal Steine und ja, so. Ja, aber, schon... aber mit 4 FPS ist nicht so lustig. Das ist richtig. Na, Außenansicht, alle Richtung Sonne gucken und dann auf gut Glück. Nein, bessere Idee. Wir steigen jetzt alle bitte in die Schiffe, die jetzt hier noch funktionieren und gehen, ja. Und wir fliegen die jetzt alle mal so bitte so 15, 20 Kilometer weg und dann schauen wir mal, ob es einen Unterschied gibt. Und ein, zwei Schiffe bringen dann die Leute wieder zurück. Du kannst da nicht mal hingehen, da hast du 4 FPS, da bist du doch nicht. Hat denn irgendjemand eine Starfarer? Du willst noch ein Schiff holen, oder was? Ja, nee, aber wenn wir eine Starfarer hätten, dann könnten wir alle Buggys einfach hinten reinfahren und zu einem anderen Landingpad fahren. Ah ja, das wäre eine coole Idee. Also fliegen. Ja, aber das könnten wir eigentlich mit der 600i auch machen, oder ist das eine Touring oder eine... Das ist eine Touring, ja. Aha. Ich weiß nur nicht, ob wir da alle reinkriegen. Die Exploration notfalls können wir mit dem Fahrstuhl. Notfalls ja, können wir da Conny auch noch welche mitnehmen, also das ist... Ja, aber die Conny ist noch kleiner. Ja, aber das ist was aufteilen. Was ist ein Breakhead-Bug ist daran passen? Also ich hab schon mal meine. Guck mal, da kommt von L noch die Max an, da passen auch noch welche rein. Ja, also. Mit der Max hab ich mal, wie viel haben wir reingekriegt? 20 ja. Stück oder sowas? Irgendwie sowas um die Dreh, es war nicht wenig. Na gut, 20 also, übertrieben, aber ich glaube, wir waren bei 10 oder 12 oder so. Das Ding war komplett vollgestellt, wie so ein Fahrradladen. Ja. Also in die Conny kriegen wir circa 3, 6, 6 rein. Wir können auch ganz schnell jetzt alle in die Conny und spawnen uns einfach nochmal neue Buggies. Hat jetzt wirklich jeder so viele Fremdsprobleme? Auf dem anderen Außenposten. Ja. Also ich hab gerade ein Frame pro 5 Minuten, wenn ich Richtung 600i gucke. Also ich habe keinerlei Frame-Probleme. Leute, die Conny soll landen, wir steigen alle in die Conny, fliegen zum nächsten Außenposten und spawnen uns alle nochmal Buggies. Ich glaube, das geht korrekt am schnellsten. Ja. Ja. Alle mit den Craycats zur Conny einsteigen und ab geht's zu einem anderen Außenposten. Alle klar. Die Conny guckt genau in die Richtung, wo... Ich weiß. Ihr braucht gar nicht die Crackheads mitnehmen. Einfach ohne Crackheads. Sparen wir aber Zeit? Nee, sparen wir nicht. Zum Hinlaufen? Sparen wir nicht, bis wir die alle drin haben. Fahrt mit den Crackheads her und steigt ein. Ja, das wollte ich gerade sagen. Auf der Rampe, dann passt das wohl. Und nicht aussteigen, wenn ihr schon drin sitzt. Das hat's mit deinem Tages. Also alle drin sitzen bleiben, ach, die jetzt auf der Rampe schon sind. Scheiße. Ja, steigt einfach rein, ich will da nicht hingucken. Wenn alle bereit sind, Bescheid sagen. McKay, kommst du, Brutzler? Ja, ich hab grad Mega-Frame-Einbrüche. Nicht wie viel RAM nutzt du gerade? 32. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Okay, komisch, das ist selten. Ich hab 16, aber dass du denn genauso eine Probleme hast, ist schon krass. Ich hab mir letztens erst nochmal 16er gegönnt, Doppelpack. Also ich... Ich komme auf meine 20 FPS hier. Würdest du vielleicht, ach so, das ist ja wieder so ein Problem, wenn das so voll ist, kommst du da nicht drauf, sonst hätte ich gesagt, nochmal einen Battery-Lock machen, aber wie viel sind wir denn gerade auf dem Server? Was hattest du gesehen, wo du drauf gekommen bist? Hast 18. Du das? Ah ja, dann könntest du eigentlich einen Relock machen. Ganz kurz, ich sag kurz Nächtle. Nach, jo, schlaf gut. Danke dir, Santiano, ciao. Und meine Grafikkarte ist 11,6. Steig einfach aus, Aori. Brauchst nicht drauf fahren. Alles einsteigen. Seid jetzt alle drin endlich? Wenn alle drin sind, schließe ich. Ja, fahr hoch. Sag der Putzler nicht. Fehlt, glaube ich, noch. Hier auf der Rampe. Ach so, weil du kann bei ich starten, mir... ja? Ich sehe dich in 121 Metern Entfernung. Jo, sieht gut aus. Obwohl wir hier drin sind... Ah ne, wenn wir drin sind, kann man ihn gucken. Oh, aber was war das denn jetzt? Der Frame-Einbruch. Okay, krass. Soll ich übernehmen? Bei mir? Jetzt hab ich. Okay. Ich musste nur wegdrehen. Na, du weißt, wenn das wirklich jetzt mit, ne, mit Atmosphäre gewesen wäre, wäre das Schiff sowas von abgeschmiert. Ja. Aber ich hab echt nicht steuern können. Krasse so. Scheibenkleister. Oh, meine Stimme gerade. Sind wir unterwegs? Oh. Ja. Wo kann ich vorgehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich mir keine Fresse.
So, ich gehe jetzt gerade ein bisschen in die Atmosphäre und dann. Was ist der nächste Punkt, den wir anfliegen? Ja, irgendeinen Außenposten, wo wir fahren. Einfach den nächsten Außenposten von hier aus. Guck einfach auf die Karte und guck den kürzesten Weg, den du von hier aus, weil da ist bestimmt ein Landingpad, wo wir landen können, also wo du daneben landen kannst und dann. Nicht alle haben. Achso, wobei ja. Also stimmt, ich kann euch genau, sagen, nicht alle Shubin, können Mining Facility. Ja, dann flieg Shubin, ja, Shubin. Genau. Gut. Ja. So, liebe Leute, für heute ist Schluss, da ich auch mal schlafen muss. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Haut in die Tasten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschö, tschö.